Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wie schon gesagt, das letzte Mal haben wir hauptsächlich unsere Truppen neu organisiert. Wir haben jetzt auch Panzerdivisionen oder Panzereinheiten, ich weiß es gar nicht genau, wie das heißt jetzt alles. Dazu bin ich nicht wirklich in der Lage, diese Sachen richtig zu benennen. Wir haben also Teile der Einheiten sind gepanzerte, haben gepanzerte Fahrzeuge. Damit sollten wir ein bisschen was hermachen, wenn ein nächster Krieg beginnt. Wir werden, sobald es möglich ist, auch das Ganze mit Flugzeugen machen. Haben wir schon Flugzeuge möglich? Nein, Flugzeuge können wir noch nicht bauen. Ja, okay. Na gut. Wir haben noch ein paar Panzer am Start, wenn wir die haben. Warte mal. Schauen wir mal. Oh, da fehlen noch Geschützrohre. Interessant, wieso können wir die jetzt nicht kaufen? Wow. Gut. So, wir haben da noch einen Panzer hergebracht. Wir werden diese Flotte zurück nach Schamal-Scheik schicken, wo sie sich diese drei Schippernakeln holt, die dort schon auf sie warten. Spannungen in Uruguay, unsere Position durchsetzen oder zu. Na, sicher nicht. Wir werden auf kein Prestige verlieren, verzichten. Was ist das alles? Fabriken? Sind die ganzen Fabriken fertig? Wir erhöhen wieder das Bewusstsein. Unsere Militanz ist relativ gering derzeit. Das finde ich gut. Wir könnten uns also vielleicht sogar einen Krieg leisten. Lass den Bauern etwas. Das klingt gut. Das senkt Militanz. Kolonialer Fortschritt. Eine unserer Kolonien meldet dem Kolonialamt verblüffende Erfolge bei der Entwicklung lokaler Wirtschaftsunternehmungen und Geschäfte. Der Hauptgrund dafür ist dem lokalen Gouverneur zufolge eine ambitionierte Landreform, die in Übereinstimmung mit den österreich-ungarischen Kapitalisten und Industrialisten durchgeführt wurde. Die Kolonie wird Berichten zufolge für Einwanderer immer attraktiver und diese Berichte werfen auch ein gutes Licht auf unsere Industrialisten. Fantastische Neuigkeiten. Wir erhalten einen Lebensstandard in Mittelägypten. Und alle Kapitalisten, oder? Lass den Bericht verschwinden, sonst werden die Kapitalisten hochnäsig. Das ist lustig. Na, natürlich erhöhen wir den Lebensstandard. Wenn Leute dorthin ziehen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir diese Gebiete zu richtigen Staaten machen. Damit wir dort nicht nur Landwirtschaft betreiben können, sondern auch. Sondern im Endeffekt auch. So, passt. Blauwasserschule. Was ist eine Blauwasserschule? Auf jeden Fall brauchen wir weniger lang zum Flotten bauen. Finde ich gut. Und wir bauen uns noch einen Admiral dazu. Okay. So, was haben wir jetzt? 13. Gut, das heißt, wir müssten eigentlich mit den Flotten fertig sein. Das heißt aber, warte mal, wir haben hier noch eine Transporterflotte, die kriegt auch noch Schippernakeln. Brauchen wir noch einmal zwei Dampfflotten? Na, nicht in Kribi. Venedig, Dings und Bums. So.
So. Gut, unsere Marine hat technologisch ein bisschen aufgeholt. Wollen wir wieder in Handel investieren? Zeitsparmaßnahmen vielleicht, das erhöht nochmal die Fabrikleistungsfähigkeit ein wenig. Bevor wir weitermachen mit der Marine. Apropos Marine, wie schaut das aus da? Wir bauen eh überall eigentlich. Unsere Kapitalisten bauen alleine, wir können nämlich nichts mehr bauen. Das machen alles die. Leider bauen die einen ziemlichen Schnurz zusammen. Was ein bisschen ärgerlich ist. Naja. Okay, soll sein. Ja. Schon recht. Blöde Franzosen, ich hasse euch. Warum müsst ihr auch gemeinsam mit den Deutschen lieber die Franzosen kriegen, als heißt die Deutschen? Das Problem ist, die haben Bewusstsein erhöhen. Wow, wir haben eine Militanz von 0,19. Ich glaube, so niedrig war es nicht einmal am Anfang des Spiels. Oh, wir haben einen Krieg. Skandinavien hat Sokoto den Krieg erklärt. Das ist ja arg. Das sind solche Imperialisten, die Skandinavier. Wie schaut denn das aus? Befreites Land, maximal 11, freies Volk, maximal 7,5. Wo ist der Unterschied? Ah ja, ich weiß schon, das ist das gesamte Land. Wenn wir Preußen befreien, ist das das gesamte Land? Wir könnten aber Preußen nehmen und Preußen wird dann versuchen, von Deutschland noch Stückchen rauszureißen. Immerhin hätten sie. Freies Volk. Könnte uns 7,5 kosten. Wir sind jetzt gerade auf 8,3. Ah ja, machen wir glatt. Ich will mit Deutschland noch einen Krieg führen. Nachdem Deutschland nicht mehr aktiv auf mich zukommen wird, um Krieg zu führen. Müssen wir das einfach machen? Ja, Sokoto, du darfst durchfahren durch uns. Nicht, dass dir das was bringen würde. Briefkampagne und schon wieder solche Mädels. Nehmen wir das. Na super. 7 Infamie gekriegt. Wir werden versuchen, Großbritannien noch stärker an uns zu binden. Vielleicht helfen sie den Deutschen dann nicht im Kriegsfall. Skandinavien, Osmanen. Ich hoffe, die Osmanen helfen ihnen auch nicht. Ja, wenn sie helfen, ist auch wurscht eigentlich. Aber die Briten wären schon schön, wenn sie nicht mithelfen würden. Ja, okay. Was sind diese Flotten?
Ach, da ist auch noch eine Flotte, die transportieren kann. Die Ostseeflotte kann nichts transportieren, oder? Ja, es passiert ständig was, das ist ärgerlich. Ah, oh, okay. Ich würde sagen, ja. Mit etwas Glück könnten wir dann sogar ver... Nein, können wir nicht. Bist du wahnsinnig? 51.000? Wo nehmen denn die die her? Hm. Finde ich da echt alleine nur Krieg? Windfield. Ah, Ägypten ist auch dabei. Nicht Ägypten, Spanien. Spanien ist verbündet mit denen. Na gut. Und sie wollen ja schon mehr haben. Mhm. Aber wie schaut das aus? Wieso baut ihr keine Panzer mehr? Vorhin habt ihr das ja auch gebaut, ihr Schwämme. Ärgerlich. Achso, du warst noch auf dem Weg irgendwo hin. Fahren wir noch, schau mal, Scheik. Hm, wie machen wir das jetzt am besten? Russland vielleicht auch noch. Will Russland ein Bündnis mit mir? Nö, minus 40. Reicht das, wenn ich ihn voll die Beziehungen verbessere? Hm. Was ist jetzt schon wieder passiert? Eine Briefkampagne. Noch was? Na. Wahlbetrug. Da verlieren wir Militanz, da gewinnen wir Militanz. Oh. Ein Verlieren von Militanz ist auf jeden Fall nichts Schlechtes. Nö, das passt nur so, wie es ist. Ah, Prestige ist gut. Okay, Sokoto wurde erledigt. Und, war da irgendwas? Nö. War da irgendwas anderes? Wann? Nein, wann geht das? 1919 und das 1919 und diese Sachen hier. Ah. Könntet ihr mir bitte zeigen, ab wann das verfügbar ist? Ab 1919. Okay.
Na gut, bis dahin sind wir ja bei denen schon fast weiter. Großkampfschiffe bringen überhaupt nichts, solange wir nicht Stufe 4 haben. Machen wir Hauptbewaffnung. Was kann denn das noch? Das macht unsere Schiffe noch etwas stärker, zumindest wenn wir die Schiffe hätten. Okay, da gibt es Rebellen, die sind uns aber egal. Die Pistol-Rebellen wird sogar Brasilien alleine fertig machen. Na gut. Gut, wäre schön, wenn die ersten Marinestützpunkte bald fertig werden würden. Ich würde ganz gern Kreuzer bauen. Das dauert ja noch ewig. Ich kann nur die liberalen Agenten bauen. Ach ja. Der Hötzendorf ist tot. Von der ersten Armee schon an. Wir sollten dann vielleicht gleich einmal anfangen, unsere Truppen so umzuschlichten, dass sie gleich an der Grenze sind. Schön, wenn wir Bayern noch einmal unsere Dings in unser Einflussgebiet reinkriegen würden. Bevor wir den Krieg erklären. Jetzt haben wir es noch. Ah ja, ich schon bald. Okay. Aber ich glaube, wir werden jetzt noch einmal eine Armee bauen. Auch. Eins. Zwei, drei, vier und fünf. Dann. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf und noch ein Panzer. Oh, ich hasse euch. Zusammen auf mich losgehen. Boah. Schon allein deswegen werde ich ihnen den Krieg erklären.
Frage das im Übrigen noch. So, wie schaut das bei euch aus? Wollt ihr jetzt ein Bündnis? Nö, minus 38. Die sind immer schlechter statt besser. Wurscht, dann greifen sie uns wenigstens nicht an. Wenn wir sie sehr hoch bezahlen. Ja, jetzt machen es natürlich die Franzosen, diese Kröten. So, wie ist das mit dem Kriegsgrund? Noch ein paar Tage. Wissen sie schon, was auf sie zukommt? Weiß ich nicht, ob sie das wissen. Weiß ich, was auf mich zukommt? Wenn Britannien mithilft, dann kann es ein ziemlich unangenehmer Krieg werden. Lang lebe Österreich-Ungarn. Hey, Posen ist eine Provinz von Österreich-Ungarn mittlerweile. Na, Tuchel. Bromberg. Nö. Posen. Österreich-Ungarn. So, na dann. Okay, schauen wir mal. Dänemark. Auch nicht schlecht. Aber ich hätte ganz gern Preußen. Preußen geht natürlich nicht, ist eh klar. Mist. Hannover dann vielleicht. Das ist ein sehr großes Gebiet. 64 Kriegspunkte würde es kosten. So, was würde... Also, warte mal, was würden seine sagen? Was würden meine sagen? Großbritannien würde mitmachen, Frankreich würde mitmachen, USA würde mitmachen, Japan... Achso, warte mal. USA würde nicht mitmachen, Japan würde mitmachen, Belgien würde nicht mitmachen, Spanien würde mitmachen, Wallonien, Baden, Bayern... Baden-Bayern, Sachsen, das wäre sehr gut, wenn die mitmachen würden, weil dann würden die nicht mehr beeinflusst werden können von Deutschland. Schlimm genug, dass es Frankreich macht. Vor allem Großbritannien wäre schön. Gut, ich rufe jetzt die Bündnispartner nicht dazu, sondern erst, wenn ich dann im Krieg bin. Das kostet mich zwar dann mehr Diplomatiepunkte, aber es erspart mir, dass ich nachher irgendwelche Länder, die nicht mitmachen, wieder verbünden muss. Wobei USA ist mir eh wurscht eigentlich. Aber würde Großbritannien mitmachen, wenn sie verbündet sind mit Deutschland, nur weil das hier steht? Eine gute Frage. Eine gute Frage. Wir müssen auch überlegen, wo ist Hannover überhaupt? Was ist ein Hannover für eine Provinz? Das Hannover. Die würden nicht an mich grenzen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das da könnte man natürlich nehmen. Was ist denn das da? Westpreußen. Polen-Litauen. Polen-Litauen. Könnte Westpreußen zu Polen-Litauen geben. Da hätte ich... Das wäre ein Nachbar von mir. Ich könnte es relativ einfach erobern. Und ich könnte sie unterstützen für den Fall, dass sie da angreifen wollen. Oder mich. Ist das auch Teil von Polen-Litauen? Nein, Polen-Litauen ist ja perfekt. Die haben da in
Russland. Da nicht. Da schon, ja. Okay, Galizien, natürlich. Ist ein Teil von der Sphäre von Polnitan. Na gut, aber das entscheide ich das nächste Mal. Bis dahin. Weil jetzt ist es ja schon 25 Minuten. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen guten Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann und ciao, ciao.